Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Adventskalender-Video. Und zwar wollen wir im heutigen Video Plätzchen backen. Ich habe dafür schon ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und zwar habe ich hier schon alles soweit vorbereitet. Ich habe Mehl, Salz, Zucker, Butter, ein Ei, Backpulver und Vanillezucker schon alles bereitgelegt. Also wir können eigentlich schon anfangen, jetzt alles zu machen. Aber bevor wir das natürlich machen, gehe ich jetzt erst nochmal kurz Hände waschen. So, dann können wir auch jetzt schon anfangen. Ich habe mir jetzt Hände gewaschen noch schnell. Und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon soweit. Ich hoffe, das Ganze wird was. Ich habe vorher noch nie irgendwie Plätzchen gebacken oder so. Ich habe es ja früher mal mitgeholfen. Aber ich habe noch nie irgendwie so einen Teig gemacht und so weiter. Es kann sein, dass das Ganze ein totaler Reinfall wird. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar tun wir dafür als erstes die trockenen Zutaten, also Mehl, Zucker, Backpulver, Salz und alles vermischen. Und ich habe dafür jetzt mal hier noch diese Schüssel geholt. Und da können wir das Ganze jetzt einfach mal reinkippen und dann durchrühren. Und dann können wir auch schon hergehen und können alles einfach hier erstmal durchrühren, bis wir da eine schöne Mischung haben von allem. Das Rezept schreibe ich euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung. Es ist eigentlich ganz einfach nachzubacken, man braucht auch nicht so viel. Ich hoffe nur mal, dass ich es jetzt dann auch hinbekomme, weil ich sowas wie gesagt noch nie gemacht habe. Dann brauchen wir jetzt als nächstes noch das Ei. Das tue ich jetzt einfach mal hier so in die Schüssel rein. Noch hier, kommt dann hier mit in unsere Mischung rein. So, dann fehlt als nächstes nur noch die Butter eigentlich. Die können wir eigentlich auch einfach mal hier rausnehmen und mit reinschmeißen. Und dann müssen wir als nächstes den ganzen Teig einfach verrühren, bisschen durchkneten, bis wir dann so eine richtige, also so einen richtigen Teig draus gemacht haben. So, dann ist unser Teigklumpen auch schon fertig. Dann können wir jetzt als nächstes damit anfangen, den Teig auszurollen, um dann die Plätzchen auszustechen. So. Also ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das alles so richtig ist, wie ich es jetzt gemacht habe. Irgendwie bleibt der Teig auch ganz schön da. Okay Leute, ich habe mal ganz kurz jemand aus meiner alten Klasse geschrieben, einer guten Freundin von mir. Die hat mir jetzt ein paar Tipps gegeben, wie ich das am blödsten mache, damit der Teig nicht an meinem Nudelholz klebt. Nämlich muss ich nicht nur hier auf das Brett Mehl drauf machen, sondern auch aufs Nudelholz. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, so im Nachhinein. Und ja, ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal aus. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich das jetzt hier drauf machen soll. Einfach mal, ich tue es jetzt einfach mal hier so ein bisschen drauf machen. Lieber ein bisschen zu viel oder zu wenig, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. Also bis jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Es bleibt nicht dran kleben. Ich finde es auch von der Dicke her so jetzt komplett in Ordnung. Dann nehme ich jetzt mal hier meine geile Pinguinform. Ich glaube, zumindest soll ein Pinguin darstellen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die ersten Plätzchen. So, dann stechen wir hier mal so rein. Einmal. Deshalb können wir es jetzt eigentlich schon großzügig machen. Wir können ja den Teig, der hier zwischendrin ist, dann nochmal neu ausrollen. Und dann können wir die Pinguine auch gleich mal hier auf das Blech tun, damit wir sie dann gleich in den Ofen tun können. Und dann können wir die Pinguine auch gleich nehmen und hier auf das Backblech tun, damit wir sie dann anschließend gleich in den Ofen schieben können. Okay, ich habe jetzt wieder eine Kugel draus gemacht. Dann können wir jetzt hergehen und den Teig wieder neu ausrollen. Dann tun wir jetzt hier wieder ein bisschen Mehl noch drauf zusätzlich, wobei eigentlich noch einiges da ist. Genauso hier auch auf die Küchenrolle. Und dann können wir den Teig auch nochmal neu ausrollen und können dann die nächsten Pinguine machen. Und ich würde sagen, ich mache das mal ganz kurz in einem Zeitraffer. Den restlichen Teig habe ich jetzt einfach ausgerollt und ich werde ihn einfach so als so... Ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Einfach so halt mit drauflegen, damit er nicht verschwendet wird, wo ich halt keinen ganzen Pinguin mehr rausbekomme. Und wir haben eigentlich ein ganzes Blech jetzt zusammengebracht, was ich übelst nice finde. So, dann tun wir die Plätzchen jetzt in den Ofen. Bei 190 Grad steht auf dem Rezept. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Plätzchen fertig sind.
Okay, Leute, ich habe ein bisschen reingefailt. Und zwar stand auf dem Rezept, dass die Plätzchen nach 7 bis 10 Minuten fertig sind. Ich bin natürlich nach 9 Minuten runter. Und dann waren die Plätzchen an manchen Ecken schon ein bisschen schwarz, beziehungsweise ein bisschen dunkelbraun. Also man kann sie auf jeden Fall noch essen, die sind auch recht gut. Aber sie sind halt am Rand ein bisschen dunkler geworden jetzt. Also allem in allem muss ich sagen, es hat nicht ganz so geil geklappt, wie ich gedacht habe. Aber fürs erste Mal backen fand ich, war es eigentlich in Ordnung. Und jetzt zum Schluss, Leute, werden wir noch den Adventskranz, die zweite Kerze, anbrennen. So, dann brennen wir mal die zweite Kerze an. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das heutige Video wieder gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr positives Feedback freuen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!